Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu Pokémon Schild. Ich bin euer GigaGreevy und das ist ein Let's Play der besonderen Art, nämlich ein Live-Let's Play. Ich spiele nämlich Pokémon Schild live auf Twitch. Den Link gibt's in der Beschreibung und falls es mal jemand nicht schaffen sollte, der kann hier auf YouTube die Parts nachschauen. Ich versuche immer von Montag bis Freitag ab 19 Uhr ein bisschen Pokémon Schild zu streamen. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit den nächsten Abenteuern in Pokémon Schild. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin euer GigaGreevy bei Pokémon Schild. Live auf Twitch, beziehungsweise natürlich kann man es auch nachschauen auf YouTube, das ist ja ganz klar. Aufgrund der Möglichkeiten der Technik, das ist der absolute Traum, der Hammer. Und heute haben wir nicht so viel Zeit, deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Wahrscheinlich ist das sogar gleich eine Folge für YouTube. Ja, denn ich muss noch. Ich muss noch so viel erledigen, das ist unfassbar! Ich bin auch noch eingeladen zu einer Feier. Ich bin die nächsten Tage nur auf Achse. Das ist Social Life, Leute. Social Life. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ja, wir waren hier bei dem tollen Eierfabrikgebäude. Der Pokémon Hort. Und da haben wir jetzt was abgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir abgegeben hatten. Ich hab's wirklich vergessen. Huch, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen? Nein. Komm gerne wieder. Ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und bin damit rumgelaufen. Jetzt ist daraus ein Toxel geschlüpft. Okay. Erstmal hier. Erstmal ein Geschenk. Ist das ein Digimon? Das ist doch straight out of Digimon, Leute. Und grüße erstmal auch dann die Leute hier im Chat. Meine Güte, ich hatte gar keine richtige Chance, alle zu begrüßen. Tia ist mit dabei. Tabea halb. Sie musste leider schon gehen. Fisch mit am Start. Die Hellum ist auch da. Mal gucken, wer noch so kommt. Dieses Spiel schenkt einem aber auch alles. Es ist halt echt so. Wir haben einen Haufen Tränke bekommen, Pokebälle, Beeren. Jetzt bekommen wir Pokémon geschenkt. Als nächstes kriegen wir gar keinen Arena-Kampf, sondern wir bekommen den Orden einfach geschenkt. Auf diese Art und hier so. So, was haben wir denn hier? Toxel, das Baby-Pokémon. Elektro-Gift? Krass. Es ändert sein Toxin auf chemischer Ebene, um Strom zu erzeugen. Dieser ist zwar schwach, kann aber einen lähmenden Schlag verursachen. Das ist natürlich schon sehr geil. Und ich möchte mir mal den Bericht anschauen von diesem kleinen Toxel. Denn ich habe da eine Überlegung. Ist das euer Ernst? Der Spezialangriff ist niedrig und der Spezialverteidigungswert hoch. Wird es von einer Unlicht-, Geister- oder Käferattacke getroffen, bekommt es Angst und seine Initiative steigt. Der Hasenfuß. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem und dieses Problem möchte ich jetzt aus der Welt schaffen. Irgendwie könnte das auch aus Lilo und Stitch sein. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Was? Tia ganz entsetzt. Und der Zoddy ist auch wieder mit am Start. Grüß dich, mein Lieber. Einen wunderschönen, du alter Cheater. Ja, wenn ich schon das Geschenk bekomme. Es hat aber folgenden Hintergrund. Es ist Elektro-Gift. Und ich hätte Interesse daran, unser Pikachu gegen Toxel auszutauschen. Denn das scheint mir ja ein sehr neues Pokémon zu sein, aus dieser Generation. Und ich möchte natürlich gerne so viele Pokémon aus dieser Generation wie möglich bis in die Top 4 nehmen. Und deswegen schauen wir mal, ob es diesmal vielleicht schon eher passt. Ja, das gefällt mir mehr. Es hat jetzt einen Spezialangriff mehr als vorhin. Allerdings, ich glaube, ein KP-Wert weniger. Und es ist komplett ausgeglichen. Damit bin ich sehr zufrieden. Es prügelt sich gern und ist zaghaft. Das beißt sich in meinen Augen etwas, aber gut. Ja, dann nehmen wir das jetzt so. Das passt schon. Und dann würde ich sagen, dann legen wir Pikachu dafür ab. Das tut mir natürlich sehr leid für Pikachu. Schüchterner Barbarian, genau. Gibst du es ja ein Pokémon, kannst du das. Da kriegen wir hier einfach mal noch EP-Bonus reingeböllert. EP-Bonbons erhältst du, wenn du deine Raids bestreitest. Also, man kann. Habe ich das, nur, dass ich es richtig verstehe. Ich kann, hoppala, theoretisch unendlich viele deine Raids machen in dieser Naturzone, auch allein, und bekomme jedes Mal diese EP-Bonus-Dinger dazu. Ist das korrekt? Ist es, Pikachu bekommt genug Aufmerksamkeit in dem Franchise? Das stimmt. Ja. Okay.
Wenn das so ist, dann, guck mal, Level 1 mit 11 KP von 11. Das ist korrekt. Okay, ja, dann wunderbar. Ich würde gerne meine Pokémon heilen lassen, aber das ist uns offenbar nicht vergönnt. Da ist noch ein Pokéball. Und da ist ein Woingenau. Wie wäre es denn, wenn wir das Woingenau einfach mal platt machen? Woingenau. Ich habe vielleicht ein bisschen viel gefarmt, Lul. Das könnte sein. Oh, guck mal, es sieht schon süß aus. Ne? Sieht aus, hätte das eine kleine Windel an. So, Komm mal, zeig mal, was du drauf hast. Was? Das Pokémon kann nicht ausgetauscht werden. Warum nicht? Hä? Warum denn nicht? Da rutscht mit Latt das Mikrofon runter. Kannst du mir das mal verraten? Kann eine Gegenfähigkeit von Wing genau sein. Ja, geil, danke. Da habe ich mir gleich das Richtige ausgesucht. Vergiftet werden kann es nicht wegen Bodyguard. Flucht. Also mit anderen Worten, ich muss jetzt mit meinem Level 1 Toxel gegen Woingenau kämpfen. Was ist denn das mit diesen Woingenaus? Was ist das? Wieso wollen sie mich so quälen? Woingenau, was habe ich dir getan? Ah, das ist nicht so schlimm. Ich bin ein Meister der Woingenaus. Ich verstehe Woingenau. Ich habe Woingenau analysiert. Ich bin Woingenau geworden. Method Acting, ja. Ich habe mich gestern Nacht blau angemalt, mich auf die Straßen gestellt und habe versucht, nicht zu wissen, wohin ich gehen soll. Um zu verstehen, was ein Woingenau ist. Und damit herzlich willkommen an Dennis! Grüße! Ich glaub's ihm sogar. Woingenau ist dein Rivale, nicht top. Ich sag's nochmal, that's true. Weirdo. Alles klar, Leute. Alles klar. Also, ich sag mal so. Ich kann jetzt Heuler einsetzen, so viel ich will. Aber Fakt ist doch mal eins. Jedes Mal, wenn ich das Ding angreife und setze Konter ein, bin ich weg vom Fenster. Richtig? Das Ziel wird paralysiert. Ich würde es aber gerne vergiften. Ach, das kann nicht. Okay. Dann paralysiere ich es natürlich. Ist ja ganz klar. Los, Wangenrubbler, paralysiere Woingenau. Wow, wie viel Schaden ich gerade gemacht habe. Unfassbar. Okay. Ja, meine KP sind niedrig, wenn man... Also, im Verhältnis zu Woingenaus KP sind meine KP niedrig. Das möchte ich sagen an dieser Stelle. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fange es einfach. Woingenau kann mich nicht mit eigenen Attacken besiegen. Alter, wenn das jetzt First Ride drin geblieben wäre, ne? Das wäre schon der Hammer gewesen. Und in diesem Stream sehen Sie, wie Giga ein Woingenau besiegt. Mit einem Level 1. Toxel. Toxel? War Toxel, ne? Ich glaube, es war Toxel. Ich dachte, wir würden jetzt den ganzen Stream lang gegen Woingenau kämpfen. Ja, naja. Also, ne? Aber das wäre schon jetzt... Ich meine, wir würden auch die ganzen XP dadurch bekommen, ne? Das dürft ihr ja nicht vergessen. Es wird halt... Es wird nie und nimmer wird das funktionieren. Mit ein paar Hyperbällen? Vielleicht. Mit Superbällen und Pokebällen? I don't know. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe doch gar keine andere Wahl. Es ist halt auch dieses Woingenau, ne? Es verballert halt jetzt schon wieder meine ganzen, Ich kann das jetzt nicht ernsthaft machen, Leute. Ich kann's nicht ernsthaft machen. Es tut mir leid. Wir gucken dem lieben Toxel zu, wie es versucht, mühsam gegen Woingenau anzukämpfen. Oh. Ach, das ist ja interessant. Wäre eine schöne Folge für YouTube. Dazu ein reißender Titel und die Klickzahlen sind garantiert. Natürlich. Der epischste Kampf aller Zeiten?
Oder winning Pokémon Shield only with a level 1 Toxel? Possible? Es ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. Ziehe ich eigentlich gerade wirklich nur noch 1 KP ab? Kann das sein? Ich ziehe, glaube ich, wirklich nur 1 KP ab. Ja, komm, wir probieren es doch mal. Wir haben Kohle ohne Ende, Leute. Zur Not setze ich nochmal Mauzi ein mit Zahltag und dann passt das schon. Es ist paralysiert. Wir haben super viel Schaden gemacht. Jetzt muss es... Ich... Ich bin der Wo-Ingenau-Flüsterer. Ich habe Wo-Ingenau verstanden. Du musst es nicht bis zum roten Bereich bringen und dann paralysieren und 80 Bälle draufwerfen. Nein. Nein. Einfach nur Level 1, Leute. Wie geil ist das denn? 1700, guck das an! Guck, oh! Alter! Level 14 mit einem Win, genau. Okay, das schmeckt! Waden, guten Abend! Okay, das ist schon... Das musst du erstmal nachmachen, Leute. Das ist schon ein großes Kino. Oh, keine 5 Minuten besitzen wir Toxel. Und wir hauen es von Level 1 auf Level 14 hoch. Oh, schön. Guck dir die Statistik da drüben an. Plus 24 auf KP, plus 18 auf dem Spezialangriff. Ach, das schmeckt. Das schmeckt richtig. Lecker, schmecker. Ah, das ist schon geil jetzt. Also, das ist schon heftig. Ja gut, Mauzi kriegt auch noch Level ab. Komm, was soll der Geiz. Und Verhöhner, der Höhner. Aber das brauchen wir nicht, ne? Verhöhner ist keine Attacke, die wir brauchen. Nein. Das ist keine Attacke, die wir brauchen. Jetzt wäre es geil, wenn sie es entwickeln würde. Möchtest du wie ihn genau... Nein, möchte ich nicht, aber ja. Zeig doch mal, Bericht. Berichte mir, mein Sohn. An die Berichte, wie geht es deinem Sohn? So rum. Oh, ja. Das ist natürlich schon Wegsperre, ne? Das ist schon gemein. 105 KP hatte das Ding. 105 KP. Ist stolz auf seine Stärke, aber sanft. Es ist sanft, aber stolz auf seine Stärke. Ich bin stolz darauf, dass das geklappt hat. Das ist ja der Oberhammer. Vor allem, es hat halt 2 KP verloren. Wer rechnet denn mit sowas? Oh, Mauzi hat eine... Alter, Mauzi. Eine Pipi, eine Pokepuppe hat es gefunden. Ist doch geil. Me in real life. Sanft, aber... Weiß ja schon. Okay, also das Ding hat sich durch den Kampf eigentlich erstmal für das Team bewährt. Das darf definitiv erstmal drin bleiben. So, ich überlege trotzdem... Ob ich, ja, ich weiß, die Ausrufezeichen triggern schon wieder. Ich würde das jetzt einfach mal einsetzen. 2. Also 100 immer. Naja. Da kannst du aber auch schon gut leveln, ne? Gut, dass ich gerade nur semi zuschauen kann. Ah. Jetzt wieder 500? Tatsache. Ja, geil. Oh. Oh, bekommt das nur so wenige Status, weitere Statuswerte? Das ist ja ein bisschen traurig. Aber das hat mir jetzt schon sehr gefallen. Das hat mir geschmeckt. Ich möchte trotzdem meine Pokémon gern heilen. Weil hier drüben... Ich will erstmal speichern, Leute. Das ist ein Triumph, den muss man festhalten. Soll ich jetzt nochmal heilen oder... Ach, das geht doch so, oder? Wir können ja auch mal ein paar Tränke benutzen. Ich mache das normalerweise nicht so. Aber in dieser Generation bekommst du ja alles hinterhergeworfen. Da kann man ruhig mal ein bisschen raushauen. So, und jetzt helfen wir mal dem Arm. Was ist denn das für ein Typ? Aber erstmal wieder. Ole, 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 ole. Hey, du da. Wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad drüber wachsen, und zwar Dalli. Wollen wir ihm sagen, dass da gar kein Fahrrad ist? Dass der da zu Fuß unterwegs ist? Oder soll er selber drauf kommen? Mit einem Rad könnt ihr den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Ein Fahrrad? Ein Quadrat? Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn! Ich finde die, also... Ich frage mich halt, ab welchem Punkt in diesem Let's Play die Nachbarn bei mir klingeln werden und sich fragen, ob ich hier zufälligerweise gerade ein Fußballspiel am Laufen habe.
Just saying. Ich frag nur mal. Malla Allah. Nix reimt sich auf Uschi. Ihr habt ja noch nicht mal ein Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Ja, weil man ja ein Rotom braucht, um ein Fahrrad zu fahren. Es ergibt pure Sinn. Hilfe! Die wollen mir mein Fahrrad klauen! Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen! Hey, Moment. Noch haben sie kein Fahrrad geklaut. Noch haben sie kein... Du kannst nicht... Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Du darfst nicht einfach... Das ist Verleumdung. Du kannst nicht einfach sagen, die sind Diebe. Wie wisst, die haben doch gar nichts geklaut. Oder Ben, dann weißt du es nicht. Verpasse ich eine Abreibung? Ich kenne dich nicht mal. Warum soll ich mich da einmischen? Was ist, wenn die mich vermöbeln? Die fetten Typen hier. Die sehen aus wie so ein Roadhog. Roadhog im Pokémon-Universum. So würde er aussehen. Clown, wer hat was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß morgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in dem Kampf ordentlich auf die 12. Ole, 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 ole. Und auf geht's. Ich habe schon 20 Mal geklingelt, aber du hörst es ja nicht. Weil ich so laut so triumphiere. Hier, der Rüpel von Team Yell. Das ist ein E-Bike, du smarte Maid. Ja, das habe ich schon verstanden, aber du kannst ja mit dem E-Bike auch normal fahren, oder? Du musst ja nicht... Das ist ja nur ein Hilfsmittel. Der Elektromotor ist ja nur zur Hilfe. Du kannst auch normal damit fahren. Nimm doch das Empfehlungsschreiben. Nach dem Motto ist das Fahrrad da. So, meinst du? Gigas Charles ist also Anwalt. Kein Wunder, dass ich Hopp mehr mag. Keine Ahnung, ich bin nicht rich genug. Team Yell hat nur eine Gehirnzelle. Das könnte sein. Zickzacks! Ah, ein Alola... ein Galar-Zickzacks. Na, da bin ich ja mal gespannt. Gift gegen... Unlicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, das ist schon mal Hasenfuß wird. Oh, ja. Sehr gut. Aber Schlecker ist Geist. War der Geist auch dabei? Käfer, weiß ich noch. Erstmal paralysieren. Und dann Säure. Kulleraugen schon wieder. Oh nein, das senkt doch meinen Angriff. Oder? Angriff sinkt. Aber ist egal, Säure ist ein Spezialangriff. Das ist gut. Und wir haben einen guten Spezial... Oh ja, Alter, wir sind 2 Level drunter und das Pokémon macht mehr Damage als viele andere aus unserem bisherigen Team. Geist, Käfer, Unlicht. Vor was man sich so fürchten kann. Okay, ja. Das stimmt. Jawohl, mehr Initiative. Das ist schon geil. Ich bin gerade richtig verliebt in Toxel. Alter, guck dir das an, wie das durchbuttert. Kami-Hubs, Hust. Und Level 16, Alter. Komm, gib mir mehr. Spezialangriff plus 2. Yes, baby. Gaunux? Was ist Gaunux? Klingt wie so Gauner. Und Nux wie Nox, also Nacht, also Unlicht. Aha! Das ist ja mal eine Überraschung. Das finde ich ja jetzt interessant. Entschuldigung, dass ich husten muss, hallo? Und es setzt wieder Ruckzuckhieb ein. Oh oh, wenn ich jetzt Dreschpflege eingesetzt hätte, ne? Nein, mein Toxel schafft das. Ich bin gerade so voller Kampfesmut. Einmal Tafelwasser. Stell dir mal vor, du kämpfst gerade, gehst so hin und möchtest erstmal, dass es was trinkt. Rutenschlag. Na, mach mal. Warum sieht das Gaunux aus wie Waluigi? Eine gute Frage. Es setzt wieder Ruckzuckhieb ein. Wisst ihr, was ich danach einsetze? Kamehamehabs ist doch jetzt nützlich. Stimmt. Ich setze Dreschflegel ein und hoffe, dass es wieder... Ah, ich bin natürlich zuerst dran. Ich müsste eigentlich wechseln, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich will Toxel nach ganz oben bringen. Kami, hab's zwar immer nützlich. Du hast dein Potenzial nicht gesehen, so wie Giga bei... So, Rutenschlag, das nehme ich gerne mit. Das ist nicht so das Problem. Und wir benutzen nochmal Säure. Jetzt kommt bestimmt der... Oh ja, es ist paralysiert. Es wollte Ruckzuckhieb einsetzen. Könnte ruhig ein bisschen mehr böllern.
wie sich immer so ärgert. Sehr sweet. So, jetzt kommt ein Marutenschlag. Jetzt ist die Frage, ich kann mir vorstellen, dass er Ruckzuck-Hieb einsetzen will, um die Sache zu beenden. Deswegen benutze ich nochmal Dreschpflege. Ja, schade. Der Dreschflegel könnte halt reinböllern, wenn wir was abbekämen. Aber bekommen wir nicht. Es kommt kein Ruckzuck-Hieb. Ich kann das Spiel noch ein bisschen weiterspielen. Du wirst irgendwann draufgehen. Eine Standpauke. Wenn er jetzt Ruckzuck-Hieb einsetzt, haben wir ein Problem. Macht er nicht? Haha! Das ist nice. Das schmeckt. Und bam, Level up. Sehr schön. Damit sind wir fast eigentlich... Na gut, okay, es fehlen noch ein paar Level, aber wir kommen nah ran. Wir kommen nah ran. Rüpel von Team Yell wurde besiegt. Oh, wir sind Team Yell. Wir stellen uns jedem Trainer in den Weg, aber verlieren trotzdem, weil wir dumm sind. Die Standpauke setze ich als Praktikant auch immer ein. Oh, das ging nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Oh nein. Ach, Mann. Ja, jetzt muss ich wechseln. Jetzt hat es aber auch seine Ruhe verdient. Hat er gerade nochmal so gemacht. Okay, Zubiris, ein Geist-Pokémon. Level 18. Aber unser Toxler hat wacker gekämpft. Deswegen ist jetzt Kamalm dran. Denn auch Kamalm muss noch ein bisschen weiter leveln. Und da weiß ich auch schon ganz genau, mit welcher Attacke ich Zubiris angreifen werde. Okay, das war witzig. Das ist ja eine geile Animation, dass es sich umdreht, dann zubeißt und man ist kurz verwirrt und dann ist es praktisch ein Erstaunen. So, müsste Unlicht nicht sehr effektiv gegen Geist sein? Offenbar nicht. Okay, habe ich dann doch ein bisschen was verwechselt. Aber es macht nichts. So, easy peasy. Lemon squeezy. Und da teilen sich jetzt nochmal unsere beiden Pokémon hier, die EP. Also die meisten, genau. 500, Alter, Level 18, ey. Das geht ja wirklich wie in Mamas Küche. Wie von der frisch von der Leber weg. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich völlig verloren. Ja, natürlich. Absolut. Absolut. Du bist einfach zu stark. Wie soll unsere Favoritin denn da die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins, wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's nur ab. Na klar. Ich dachte, ihr seid wegen des Fahrrads hier. Und wie habe ich den nochmal synchronisiert? Da habe ich eine Idee. Also theoretisch habe ich auch sowas da. Aber ich mach's jetzt mal. Wow. Du bist ja echter Wahnsinn. Und ich sehe da einen Pokédex. Da kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen... Schenke. Was ist dieses Spiel? Warum? Wieso? Warum macht es das? Ich sag's nicht gerne. Cringe. Okay. Damit kann ich leben. Wieso schenkt das Spiel mir jetzt das Fahrrad von dem armen Mann? Der ist krank. Der ist drauf angewiesen. Ne? Der kann nicht immer zu Fuß gehen. Der arme Junge. Guck ihn doch an, wie er aussieht. Ich meine, das könnte auch einfach nur ein Arzt sein mit Mundschutz, aber der sieht schon nicht ganz gesund aus, der Typ. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb stüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Aha, okay. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch eine Probefahrt. Viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Woo! Steig schon auf. Ja. Danke. Da ist das Fahrrad, da haben wir es bekommen. Der ist Arzt. Das kommt in meine Creature-Kombi. Ja, ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Turbos erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeiten. Schauen Sie. Und wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diese tolle MS Anne Rotom Edition gratis dazu. Augenblick, ich lese noch ein paar Zeilen aus der Bedienung. Ja, den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf. Okay. Oh Gott, unser...
Und wie sich unser Outfit einfach direkt ändert. Das ist ja unglaublich. Wow. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie nicht nur die MS Anne dazu, sondern auch die Wunderhake 5000. Die Wunderhake 5000 hebt Blätter auf. Bienenkörbe.